Was geht ab, Freunde, und willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Freunde, heute gibt es mal wieder ein ganz simples LPU. Ja, ich habe mir heute nicht viele Gedanken gemacht, mir nicht viel durch den Kopf gehen lassen, sondern habe gedacht, komm, du haust ein LPU raus, du zeigst die Teile, die du dir in letzter Zeit so geholt hast. Und ich muss sagen, dadurch, dass zurzeit halt Quarantäne ist und ich sehr, sehr viele Livestreams auf Twitch auch mache, Grüße gehen raus, heute Abend wieder live für euch ab 21.30 Uhr. KW Keil auf Twitch, das sind Werbung in eigener Sache. Freunde, da ich sehr, sehr viel Livestream und wieder auch das ein oder andere Mal shoppen gehen, häuft sich da auf jeden Fall einiges zusammen. Viele Fehlkäufe dieses Mal dabei, ja, sehr, sehr schade. Schade, was da, Viele Fehlkäufe, viele Käufe, wo ich aber auch sagen würde, ey, das würde ich mir nochmal genau mal viermal... Mann! Viele Käufe dabei, wo ich sagen würde, okay, die waren auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und, das ist auf jeden Fall dazu, Freunde, dazu kommen wir jetzt sofort. Ganz wichtig noch, wie gesagt, checkt die Livestreams ab, lasst dem Video ein Like da, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt. Oh je. Erstes Piece will ich wirklich gar nicht lange drüber rumreden, Freunde. Es ist der Peso Instinct. Ist nämlich einmal der Peso Basic Instinct Hoodie, den ich euch aber schon in einem Video komplett gezeigt habe. Deswegen machen wir da ganz schnell weiter, ne? Und dann alle, die immer schreiben, ich trage den jeden Tag. Stimmt. Kommen wir dann noch zu einem nachträglichen Geburtstagsgeschenk, was ich erhalten habe. Und da gehen einmal liebe Grüße raus an meinen guten Kollegen Dominik aus Hamburg, der aber zurzeit auch in Köln ist. Grüße nach Köln. Und zwar hätten wir hier nämlich einmal ein Deutschland-Trikot, ja, aber ein Special-Ding. Und zwar ist es nämlich einmal die Weltmeister-Edition. Und hinten steht noch einmal Mercedes-Benz drauf. Jetzt fragen sich viele, warum steht da hinten Mercedes-Benz drauf? Ich habe mir vor 2 Wochen ein neues Auto geholt und, ja, halt über Dominik, ein C63. Nee, er hat es mir halt freundlicherweise zum Geburtstag geschenkt. Und ja, da ich, es halt nice finde, habe ich mich darüber gefreut. Ja, finde es halt ein schönes Trikot so, ne? So, kommen wir dann weiter zu einer kurzen Hose vorne. Und zwar ist es nämlich eine Basketballhose. Und zwar ist die von Nike. Ich muss dazu sagen, ist ein bisschen ein ausgefallenes Stück, ja. Das heißt, der eine oder andere sagt, ja, ist genau mein Ding. Der andere sagt aber auch wieder, nee, will ich mich von fernhalten. Ich kann beide Seiten verstehen. Ich persönlich finde sie nice, sonst hätte ich mir sie tatsächlich nicht gekauft. Und ja, das hat halt so diesen Wolken, so auf Wolke angelehnt einfach. Und auch hier mit dem Nike-Logo genau und unten so diese rot-weißen Streifen. Finde ich sehr, sehr nice. Passt zum Beispiel auch ganz gut zum Peso-Hoodie, weil er auch weil er halt rot ist. Und ja, ich finde die auf jeden Fall sehr, sehr nice. Einzige Mängel, wo ich jetzt sagen würde, was ich nicht so nice finde, ist einfach dieser schwarze, dicke Reißverschluss. Aber ansonsten ist eine sehr, sehr nice Hose. Die hat gekostet 40 Euro. Ich habe die fast für 50 Euro irgendwo anders gekauft. Und es ist eine Größe L. Fittet aber eigentlich wie eine XL, weil Basketballhosen fitten allgemein immer ein bisschen größer, Freunde. Deswegen passt da wirklich auf, okay. Jetzt kommen wir meiner Meinung nach zu einer großen Frechheit, einer sehr, sehr großen Frechheit, und zwar zu den Schmutzdingern hier. Also es sind wirklich Schmutzdinger, ja. Und zwar habe ich mir wirklich, auf Fartech, ich habe mir auf Farfetch Palm Angel Slides geholt, und zwar wurde ich mies gepusht im Stream, ey, kauf, kann noch ein Zweier da noch rein, kauf dir zu, ne. Und da habe ich mir sie tatsächlich gekauft. Und ja, es ist, was soll ich dazu sagen, es ist eine Frechheit. Also ich musste die über Finn Herkenrad kaufen, da ich bei Farfetch irgendwie nichts kaufen kann, was auch allein schon eine miese Frechheit ist. Und ja, dann kamen die guten Dinge an. Vielleicht kleine Vorgeschichte, ich habe zu Finn gesagt, yo, Bro, bitte eine Größe 45. Wollte ich nur gesagt haben. Und ja, die kamen so an, ich dachte erstmal, okay, ganz nice, sieht auf jeden Fall frisch aus. Ganz nicer Karton so. Hab sie dann aufgemacht, dann kam mir schon ein höllischer Geruch entgegen. Also die haben stinken wie wirklich keine Ahnung was. Und dann holst du die Dinger raus. Sie stinken immer, also... Boah, das ist wie... Wow. Das ist wie bei Spielplätzen der Boden, dieser Gummiboden. So riechen die Schlampen, ey. Nee, auf jeden Fall designtechnisch okay. Aber allein wenn du die in der Hand hältst, merkst du, dass es wirklich bei der Produktion ein Fünfer gekostet hat. Da lehne ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster. Dann haben wir einerseits hier ein anderes Blau als hier, was man auf dem Bild Gott sei Dank auch voll sehen konnte. Ich die Teile in der Hand, meine Mutter sagt so, okay, die sehen aber ziemlich klein aus. Ich so, ja, hast du recht, guck ich mal drauf. Größe 42. Ich meine, wozu bestellt Herke eine 45? Ja, jetzt kommen die ersten, vielleicht hat Herke eine 42 bestellt.
Ja, er hat mir auch die Bestellbestätigung geschickt. Es war eine 45, die er bestellt hat. Angekommen kam hier diese 42. Es ist komplett zum Abkotzen. Aber ich hätte sie sowieso nicht getragen. Also so eine Qualität muss ich mir echt nicht geben. Das ist kompletter Ranz. Die kannst du wegwerfen. Also no joke, das ist einfach eine Frechheit, die Qualität. Dann kommen noch so Möchtegern-Dust-Bags dazu. Also wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Und ja, Part Angels. Ich werde nie wieder irgendwelche Slides da kaufen. Ja. Freunde, kommen wir dann zu einem weiteren Fehlkauf. Und da muss ich ehrlich sagen, es ist ein wirklich beschissener Kauf gewesen. Und zwar ist es einmal dieser Babe-Hoodie hier. Es ist ein Babe-Hoodie, wo hier ein kleines Babe-Logo drauf ist. Habe ich für 180 Euro bekommen. Kostet normalerweise sogar 280 Euro oder 380 Euro, keine Ahnung. 180 Euro habe ich den gekauft in der Größe XXL, weil Babe halt kleiner fittet. Er passt mir auch, aber das ist nicht das Grüne vom Ei. Es ist einfach wie ein normaler Gildan-Pullover. Er ist nicht dick, er ist nicht nice, er ist... Ja, es ist einfach traurig. Also Real Talk, der LeFace Young Pullover für den 80er hat eine geilere Qualität als hier dieser Babe Pullover. Und ja, ich würde den ganz gern zurückschicken. Allerdings bin ich, was Sachen schicken, verschicken, zurückschicken angeht, wirklich die größte Hohlbirne. Also ich krieg das nie gebacken. Aber ja, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ich kriege das soweit alles hin. Ich habe noch alles aufbewahrt. Das war echt ein ganz übler Kauf. So, kommen wir dann jetzt aber mal wieder zu einem Kauf, wo ich sagen würde, ey Leute, empfehle ich euch, ja. Und zwar sind das nämlich einmal die neuen Yeezy Slides. Die habe ich euch ja auch schon in einem Video gezeigt. Aber ich muss jetzt nochmal sagen, dadurch, dass ich die jetzt immer die letzten Tage anhatte, auch wenn ich rausgegangen bin, auch innerhalb jetzt hier, also zu Hause halt. Ich habe die wirklich sehr, sehr oft angehabt und ich muss sagen, es ist der Hammer. Klar, ich verstehe jeden Einzelnen von euch, der sagt, sehen hässlich aus. Ich bin zum Beispiel in Köln gewesen, bei ja, drei guten Freunden gewesen. Und da kommt von jedem Einzelnen... ist denn das? Aber Leute, ich stehe dazu. Ne? Ich finde sie wirklich eigentlich ganz nice. Ich finde, also no joke, ich fühle sie eigentlich. Und das Wichtigste ist, die sind ultra bequem. Ja? Das heißt, da lauft ihr euch keine Blasen oder sonst was. Die sind bequem. Das ist hier pures Gummi im Gegensatz zu diesen dumm beschissenen Drecks Palm Angels Slides. Die sind der Hammer. Die haben gekostet 54 Euro. 54 Euro zahlst du auch für ein gutes, herkömmliches Paar Slides oder für Birkenstock, was weiß ich. Und ja, die sind einfach mega nice. Also ich fühle sie extrem. Was ein bisschen schade ist, die sind mir vielleicht ein bisschen zu klein. Das ist sehr kacke. Aber ansonsten sind sie der Hammer. Ja. Da alle guten Dinge drei sind, habe ich hier nochmal einen aggressiven Fehlkauf. Und zwar ist es, obwohl, ja, was heißt Fehlkauf? Es ist auch schade einfach, ja. Und zwar haben wir nämlich eine ASOS-Jacke. Das ist so eine Sherpa, so halt so eine Felljacke. Ich muss sagen, ich fühle solche Sachen extremst. Ne? Also ich finde auch... Egal wer, also ja, ich finde solche Jacken und solche Pullover mega geil. Ja, bin auf ASOS unterwegs, sehe die Jacke, ich sag, ey Jungs, die müssen wir holen. Alle schreiben im Chat, ja, safe XL, 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 XL. Ich so, meint der nicht, ich meine, das Model ist auch groß wie ich, trägt eine L. Nö, XL, XL, XL. Kommt an, wirklich, also riese, ganz viel zu groß. Wirklich extrem, wow, wow. Also guckt. Das hat eine Spannweite von, wie so ein Dinosauriervogel. Ja, schade um das gute Stück. Hat ein 30er gekostet, werde ich jetzt leider die nächsten zwei Jahre wahrscheinlich nicht tragen können. Aber ja, an sich ist es eine coole Jacke. Ich meine, wenn ich sie im Livestream so trage und man sieht nur den Oberkörper, sieht es fresh aus, aber draußen macht das Teil keinen Sinn. So, jetzt kommen wir aber wirklich zu einem Piece, wo ich sagen würde, ey, da hat sich jeder Cent gelohnt. Ja, und zwar habe ich mir nämlich hier für 130 Euro... einmal die neue, was heißt neue, Grüße gehen raus, 1,5 Stunden angestellt bei LeFace Young, geh rein, würd gerne die Weste kaufen. Nee, ist noch nicht da, Grüße gehen raus. Und ich muss sagen, es ist eine Bombenweste, also ich habe die jetzt in der Größe XL, bin 1,86 groß und wiege irgendwie 145 Kilogramm. Nee, aber die ist wirklich sehr, sehr nice, also fittet perfekt, hält auf jeden Fall warm. Klar, zurzeit ist es sehr, sehr warm draußen, aber die ist auf jeden Fall wirklich hammermäßig krass. Passt auch perfekt zu den Slides, was ich persönlich sehr fühle. Und ja, klar, die kostet 130 Euro. 130 Euro ist jetzt nicht mega wenig und auch nicht mega krass viel. Aber ich finde es auf jeden Fall ein perfektes Ding. Die hat eine gute Qualität. Und ja, die sieht halt einfach fresh aus. Also ich, hier Leute, die sieht halt einfach geil aus. Also ich finde es einfach nice. Ich war auch erstmal am Struggeln, ob ich die schwarze nehme oder die beige. Und dann habe ich mich für die beige entschieden. Ne? Seht ihr.
Freunde, das soll es dann soweit auch mit diesem LPU gewesen sein. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Falls ja, freut es mich umso mehr. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder oder heute Abend auf Twitch um 21:30 Uhr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, ja, kommen wir jetzt mal, Digga.